Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei mir reinschaut. Heute dreht sich alles um die Rose. Wir machen einen Rosenschnaps oder einen Rosenlikör. Wir brauchen dazu einen Doppelkorn, ungespritzte Duftrosen, für die Farbe eine ungespritzte dunkle Rose. Wer einen Likör machen will, braucht Zucker und eine halbe Zitrone brauchen wir. Das ist jetzt mein Rosenstock dieses Jahr, der unheimlich viele Rosen trägt. Dann nehmen wir die Rose ab, die kurz vorm Verblühen ist. Es sollen keine braunen Blätter dabei sein. Dann nehmen wir noch eine von meinen dunklen Stockrosen. Für die Farbe, kein Aurafitzler drin, nein, die können wir nehmen. Dann tun wir sie vom Blütenstempel zupfen, die noch drauf sind. Ich habe es jetzt in ein gröberes Sieb rein, damit die Käferler davor Laufer kennt, falls welche drin sind. Nochmal einer. Schütteln wir. Ah, da krabbelt schon einer. Da darf noch was, der Kalle. Eine hat sich noch versteckt. Nochmal Schüttler, da ist nochmal einer, auch der darf raus. Dann tun wir alle locker in ein Glas füllen, wo wir einen Twist-off-Deckel haben. Und zwar schichten wir die locker ein, also nicht neu stopfen, bis oben noch. Dann kommt einfach der Zucker drauf. Ich mag es nicht so süß, ich habe bloß einen Löffel Zucker und ich habe keinen braunen gehabt, deshalb der weiße. Ohne Saft von der halben Zitrone. Jetzt haben wir das Glas verrutscht. Super. Die Zitrone rein und dann kommt auch gleich der Doppelkorn drauf. Das machen wir jetzt ganz randvoll. Da löst sich der Farbstoff aus den Blättern. Das wird zu sehen, wenn der 2 Wochen steht, dann schauen die Blätter fast durchsichtig aus. Also ich stelle es einfach dann 2, 3 Wochen dunkel und dann sei ich dann von den Blättern ab. Dass der Zucker gut verteilt ist. Und so schaut er dann fertig aus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen, pfiat euch, servus und ade, eure Emma.